Als realistischer Maler versuche ich darzustellen, was das Wesen der Menschen ausmacht. Ich bin, wie ein Enkel der Kriegsgeneration, stark beeinflusst worden von der Frankfurter Schule, die das Versagen und damit das Ende der Kunst und ihre Entwicklungsgeschichte erklärt hat. In der Postmoderne und bis heute fällt es der Künstler schwer, sich auszudrücken, ohne die über Jahrtausende entwickelte universellen Sprachen der bildenden Kunst, Musik und Literatur. Für mich bedeutet Freiheit, mich von der Ideologie der Postmoderne loszusagen, indem ich als Künstler durch die Kulturgeschichte überlieferten Ausdrucksformen wie die Mimesis benutze, um Prinzipien wie Aufklärung, Humanismus, Nächstenliebe bildlich darzustellen.